إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Liebe Schwestern im Islam, der Muslim weiß, dass dieses Leben nur ein kurzer Moment ist. Der Prophet ﷺ hat gesagt, dass das diesseitige Leben im Gegensatz zum jenseitigen Leben so ist, wie jemand, der den Finger in den Ozean hineinsteckt und ihn rausholt. Das Wasser, das heißt, was er am Finger hat, ist wie das diesseitige Leben, und der Rest, der ganze Ozean, ist wie das Jenseits. Wenn wir wissen, dass das diesseitige Leben so kurz ist, und dass die Qualität vom diesseitigen Leben im Gegensatz zur Qualität vom jenseitigen Leben nichts ist, denn der Prophet ﷺ sagt: Das heißt, der Platz wie von einer Peitsche im Paradies von einem von euch, ja, wie von einer Peitsche von euch, also im Paradies, ist besser als alles, was auf der Dunya ist. Alles, was auf der was es in der Dunya gibt. Okay, Makol. Das heißt, von der Qualität her, wenn du nur so ein kleines Stück vom Jannah hast, ist besser als die ganze Erde, um was auf ihr ist. Wenn wir das wissen, dass erstmal die Zeit keinen Vergleich hat und dass die Qualität keinen Vergleich hat und dass die Quantität unvorstellbar ist, denn der Letzte, der ins Paradies kommt, kriegt 10-mal so viel von der Quantität wie die ganze Erde. Subhanallah, du hast im Diesseits nicht die Zeit, noch nicht mal, wenn du hier in Mönchengladbach 80 Jahre lebst, glaub es mir. Du schaffst es nicht, jeden Punkt von Mönchengladbach kennenzulernen. Geschweige denn von der ganzen Welt. Noch nicht mal von Mönchengladbach, nicht von Deutschland, geschweige denn von der ganzen Welt. Der Kleinste im Paradies, der Letzte, der rauskommt, kriegt 10-mal die ganze Welt. Und dann hat er die Ewigkeit, um das zu erkunden. Und jeder kleine Punkt, so schön, ist so schön, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst. Ist so schön, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst. Subhanallah. Wenn wir das wissen, dass das Jenseits das eigentliche Leben ist und dass es im Jenseits Feuer gibt und dass jede Seele sterben wird, kullu nafsin dha'iqatul maut. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Jede Seele wird den Tod kosten. Und dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag zugeteilt bekommen. Und wer dann vom Höllenfeuer wegkommt und in den Paradiesgarten hineingeht, der hat gewonnen. Wenn wir das wissen, dass es dort Strafe gibt und dass es dort eine unglaubliche Belohnung gibt, dann müssen wir unser Ziel definieren. Dann müssen wir unser Ziel definieren und wissen, dass jede Sekunde, die wir nicht für Allah dienen, bereuen werden. Möge Allah uns festigen. Und deswegen wird immer wieder das eigentliche Ziel erwähnt. Der Prophet ﷺ hat gesagt, أَكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ هَادِ مِنْ لَذَّتْ. Vermehrt die Ermahnung, das Gedenken desjenigen, der die Genüsse zerstört,
des Genusszerstörers. Wer ist damit gemeint? Der Tod. Und im Koran findest du fast in jeder Sure Ermahnungen, dass du sterben wirst, dass du krepieren wirst, dass du auferweckt wirst, dass du ins Grab hineingehst. Und es werden verschiedene Stufen erwähnt. Der Tod, das Grab, die Auferstehung, die Versammlung, die Abrechnung, die Brücke, die Hölle, Paradies. Diese ganzen Dinge werden erwähnt. Immer wieder im Koran. Immer wieder in periodischen Abständen. Die wird Angst gemacht. Wir fragen, wenn dir Angst gemacht wird, will Allah dir einfach so Angst machen? Nein, sondern das, was Allah herabsendet, ist gut für dich. Denn Allah sagt im Koran, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben den Koran nicht zu dir herabgesandt, damit du elendig bist. Das heißt, Allah kennt dich. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ لَتِيفُ الْخَبِيرُ. Weiß derjenige nicht, der erschaffen hat und ist der Milde, der von allem unterrichtet ist. Das heißt, der weiß. Der weiß, was du brauchst. Und dieser Koran ist wie eine Medizin für dich. Ist wie eine Medizin, die du brauchst. Und deswegen in periodischen Abständen, wenn du den Koran liest, von vorn nach hinten wirst du immer wieder ermahnt. Mit unterschiedlichen Stufen des Jenseits. Warum? Weil wir uns ein Ziel immer wieder verinnerlichen müssen. Jeder Mensch, der erfolgreich ist im Leben, in irgendeinem Bereich, selbst wenn dieser Bereich vielleicht schlecht ist, zum Beispiel Musik oder beispielsweise etwas, was nicht unbedingt schlecht ist, Sport oder irgendwas. Jeder Mensch, der dort erfolgreich ist und Weltstar wird oder irgendwas, egal ob das jetzt gut ist, der Bereich oder schlecht, der hatte, bevor er angefangen hat, ein Ziel gehabt. Und er hat sich dieses Ziel immer wieder vor Augen gesetzt. Der hat sich immer wieder gesagt, hier, da möchte ich hin. Ich möchte auch so werden wie der oder der Fußballspieler. So war das gewesen. Der hat sich immer wieder ermahnt. Und das ist das, was einen guten Trainer auszeichnet. Merkt ihr nicht, dass beim Fußball beispielsweise der am meisten ausgewechselt wird und rausgeschmissen wird, immer der Trainer ist? Weil der Trainer unheimlich wichtig ist. Der Trainer muss die Fähigkeit haben, die Spieler zu motivieren. Muss die Fähigkeit haben, ihnen das Ziel vor Augen zu setzen. Und im Koran wird uns und in der Sunna und wird uns immer wieder das eigentliche Ziel vor Augen gesetzt. Das Jenseits. Und deswegen, Brüder und Schwestern oder Brüder, möchte ich mit euch mit einer Stufe des Jenseits beginnen. Und glaubt es mir, ich erwähne das, weil es so wichtig ist für uns. Aisha radiallahu anha hat gesagt, sinngemäß, wenn das Erste, was vom Koran herabgesandt worden wäre, gewesen wäre, macht kein Zina, macht keine Unzucht, das heißt, habt keinen unehelichen Geschlechtsverkehr, die Leute hätten gesagt, wir werden diese Zina niemals verlassen. Und wäre das Erste gewesen vom Koran, was herabgesandt wurde, trink kein Alkohol, die Leute hätten gesagt, wir hören niemals auf Alkohol zu trinken. Aber das, was als Erstes herabgesandt wurde, war das Ziel, dass du, wenn du so weitermachst, in die Hölle gehen wirst. Dass die Leute wussten, wenn sie die Allah nicht gehorchen, dass sie vernichtet werden. Dass sie in die Hölle gehen werden. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَّ اللَّهُ وَالرَّسُولُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَالًا مُبِينًا. Und es geziemt sich nicht für einen Gläubigen und eine Gläubige, wenn Allah und sein Gesandter eine Sache entschieden haben, dass sie in dieser Sache eine andere Wahl treffen. Und wer sich Allah und dem Gesandten widersetzt, der ist auf einem deutlichen Irrweg. Das haben die Leute verstanden und die waren die größten Säufer. Und als Allah herabgesandt hat, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min al-amali shaitan. Fajtanibu. Als das herabgesandt wurde, wahrlich der Alkohol und das Glücksspiel und die Opfersteine losfallen, das sind alles was? Unreinheit vom Satan. Was haben die gemacht? Die haben den Alkohol an der Lippe und haben es weggeschmissen. Warum?
weil die wussten, warum sie es verlassen müssen. Weil sie wussten, dass sie davon abhängig sind. Weil sie wussten, dass nur derjenige erfolgreich ist, der Allah und seinem Gesandten gehorcht. Und weil sie wussten, was passieren wird, weil sie Paradies und Hölle vor ihren Augen hatten. Und deswegen ist es für uns so wichtig zu verstehen, was passiert. Brüder, eines Tages wird der Tag kommen, wo jeder von uns sterben wird. Irgendjemand, der hier ist, ist der Nächste, der stirbt. Und du hast schon 100-mal gehört, der ist gestorben, Mohammed ist gestorben, Mas'ud ist gestorben, Fatima ist gestorben, Vater ist gestorben, Mutter ist gestorben, Opa ist gestorben, Onkel ist gestorben. Irgendwann heißt es, du bist gestorben. Irgendwann wird über dich erzählt, hast gehört, wer gestorben ist? Der so und so ist gestorben. Und deswegen solltest du wissen, was passiert. Denn Allah sagt im Koran, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ. Und der Trunkenheit des Todes kommt mit der Wahrheit. Das ist das, wovor du dich hüten wolltest. Wolltest gerne davor flüchten. وَنُفِخَ فِي السُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Und dann wird in das Horn geblasen. Das ist der angedrohte Tag. Der Prophet a.s. war eines Tages an einem Grab gewesen und hat sich hingesetzt und hat mit einem Stock in der Erde gebohrt, als einer beerdigt wurde. Und die Sahaba waren um ihn herum. Und dann fing der Prophet an zu reden, a.s. Und hier möchte ich eine Sache sagen. Es gibt einige Leute, die daraus ableiten, dass es für den Dafn, für das Beerdigen, eine Khutba gäbe. Aber dem ist nicht so, denn eine Khutba hat eine spezielle Kategorie. Erstens, der Imam oder der Khatib steht vor denjenigen, die er anspricht. Zweitens, man fängt mit in Alhamdulillah und so weiter an. Ja? Und nicht, dass die Leute um einen herum sitzen. Und man sitzt nicht, sondern man steht. Das heißt, zu denken, dass es zur Beerdigung eine Khutba gehöre, ist ein falscher Gedanke. Und der Sheikh Amr Abdul Mun'im Salim schreibt in einem Buch auch, dass das also gegen die Sunna ist. Ja? Das heißt, zu denken, dazu gehöre eine Khutba, eine spezielle Khutba. Weil der Prophet a.s. das auch nicht immer gemacht hat und die Sahaba das auch nicht immer gemacht haben. Sondern der Prophet a.s. hat hier eine besondere Begebenheit erwähnt. Und er sagte, Innal Abdul Mu'min, idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أية نفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله والرضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في سقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين فيأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت ويخرج منا كأتيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا فيشيع من كل سماء مقربوا إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلا سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم. يا erstmal bis dorthin. Er sagt, wenn der Mu'min von der Schwelle vom Diesseits zum Jenseits ist, das ist jetzt, du musst dir vorstellen, kommt der Moment des Todes, kommen Engel zu ihm herab vom Himmel. Und was für Gesichter haben die jetzt? Wir reden über den Mu'min, über den Gläubigen. Innal Abdul Mu'min. Und was für Gesichter haben die? Bidul Wujuh, ka'anna Wujuhum Shams. Die haben strahlende, glänzende, leuchte, helle Gesichter, als wenn ihre Gesichter die Sonne wären. Und die setzen sich in eine Augenweite herab. Und hier möchte ich eine Sache sagen, Brüder und Schwestern, denk dran. Willst du diese Engel sehen? Stell dir vor, diese Freude, wenn du diese Engel siehst. Mahum kafanu min akfan al-jannah wa hanutu min hanut al-jannah. Stell dir vor, du siehst diese Engel. Ach, hier im Diesseits, du hast immer Proben.
Und du bestehst die Probe vielleicht. Du bist vielleicht in der Schule, kriegst eine gute Note, aber es kommt die nächste Klausur. Du bist vielleicht bei der Arbeit und du hast Erfolg, aber nächstes Jahr sieht es vielleicht anders aus. Du bist immer unsicher. Aber in diesem Moment, Achi, wenn die Engel mit strahlenden Gesichtern vorbeikommen, dann hast du es geschafft. Und was haben die bei sich? Kefen und Minakfanil Jannah. Die haben Leichentücher vom Paradies dabei. Und Hanut und Minhanut al Jannah. Hanut wie von Tahannata. Das ist wie ein Balsam mit einem Geruch vom Paradies. Brüder und Schwestern, schaut euch mal hier im Diesseits um, wonach der Mensch strebt. Ist es nicht so, dass man die Markenklamotten, was die Leute dafür ausgeben? Milliarden! Auf der ganzen Welt geben die Menschen Milliarden aus für irgendwelche Markenklamotten. Die bringen dafür um. Für irgendeinen Geruch, ein Parfüm, die bringen dafür um. Die Leute sind am Sammeln, ich habe dieses Parfüm, ich habe jenes Parfüm. Leute werden gehänselt, weil sie vielleicht nicht diese Markenklamotten haben. Ach, welche Marke kriegst du an diesem Tag? An diesem Tag kriegst du nicht Versace, an diesem Tag kriegst du nicht Job oder irgendwas oder Levi Strauss. An diesem Tag kriegst du die Marke Jannah. Kefen und Akfan al-Jannah. Guck mal, wie stolz manche Leute sind, ach, wenn die neuen Schuhe von Nike oder was weiß ich bekommen haben, weil die cool aussehen und weil die was ausmachen. Ach, was ist mit dieser Marke, die Marke Jannah, ach? Diese Marke Jannah müssen wir bekommen. Parfüm, du magst Parfüm oder Balsam, ja, oder irgendetwas, was gut riecht. Ja, du hast zu Hause eine ganze Parfümgalerie. Calvin Klein, Escape, dies, das, hast nicht gesehen, Kenzo und so weiter und so fort. Ich bin da nicht mehr so up to date. Aber auf jeden Fall, ach ja, an diesem Tag, welche Marke kriegst du da? Vom Paradies. Subhanallah. Und dann kommt der Todesengel herab. Wo setzt der sich hin? Der setzt sich nicht in einer Augenweite herab, wie diese Engel, sondern er setzt sich neben den Kopf und was sagt er? O du gute Seele, komme raus zur Verzeihung von deinem Herrn und zu seinem Wohlgefallen. Ach, stell dir vor, wie du dich da freuen musst. Ach, das ist ein Zeugnis, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hier, du freust dich, wenn dich irgendjemand einlädt zu irgendeinem Schrott, ehrlich gesagt. An diesem Tag kommt die Seele raus. Wie kommt die raus? Die kommt raus, die kommt raus wie ein Katra, wie so ein Tropfen, der von einer Öffnung, von einem Trinkgefäß herunterfließt. Die kommt leicht heraus. Gleich kommen wir, wie es beim Käfer passiert. Ja? So, dann geht es weiter. Dann nimmt der Todesengel die und der lässt die keinen Augenblick in seine Hände und dann nehmen ihn die Engel mit diesen strahlenden Gesichtern. Was machen die? Die kleiden sie ihn in diesen Kefen und in diesen Balsam und dann gehen sie mit ihm in den Himmel hoch. Und dann kommen sie an den Gruppen von den Engeln vorbei, an jede Gruppe, wo sie vorbeikommen. Was sagen die zu ihm? Wieder dieser Lob. Mahadha ruhu tayyib, wer ist diese gute Seele? Ach, subhanallah, diesseits, manche Leute, ach, die freuen sich, wenn sie gelobt werden, ach, für Sünden. Der freut sich, wenn er gelobt wird für eine Sünde. Dass er der coolste Schläger ist oder der coolste Anbaggerer ist oder irgendwas in der Richtung. Verstehst du, an diesem Tag sagen die, wer ist dieser gute Seele? Und da sagen sie, das ist der und der. Und nennen ihn bei den besten Namen, mit denen er benannt wurde. Und sie gehen mit ihm hoch, bis sie zum Himmel der Dunya kommen. Ja? Und dann bitten sie ihm um Aufnahme und es wird aufgemacht. Der Himmel von der Dunya. Ich habe mich eben kurz vertan. Danach kommt und dann bringen sie ihn weiter hoch. Sie geleiten ihn weiter hoch, bis sie zum siebten Himmel kommen. Und wer ist zu Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Und der Hadith wird unter anderem Abu Dawud überliefert und ist authentisch. Und was sagt Allah? Uktub kitaba abdi fi iliyin wa aidu ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum. Sagt, bring schreib das Buch von meinem Diener im Aliyin. Das ist das Buch, wo die Leute drinstehen, die guten Leute, die ins Paradies gehen. Und bringe seine Seele runter zur Erde. Denn aus ihr habe ich ihn erschaffen, aus der Erde. Das heißt, bei der Anfangserschaffung von Adam, ja, im Ursprung. Und in diese Erde werde ich den Menschen zurückbringen
und aus der Erde werde ich den Menschen wieder neu herausbringen. So. Was passiert dann? فَتُعَادُ رُوحُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِي مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ لَا مَنْ رَبُّكْ فَيَكُولُ رَبِّيَ اللَّهِ فَيَقُولَانِ لَا مَا دِينُكْ فَيَكُولُ دِينِ الْإِسْلَامِ فَيَقُولَانِ لَا مَا هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولْ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولَانِ لَا وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولْ كَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِ مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ. Was sagt er? Was passiert? Seine Seele wird zurück zum Körper gebracht, der Körper, der im Grab ist. Und dann kommen zwei Engel und die setzen ihn hin. Wie machen die das? Wissen wir nicht. Das ist vom Ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Macht dazu, das zu tun. Wir können nicht die Gesetze, die Allah, die Naturgesetze, die Allah erschaffen hat im Diesseits, ja, dass man von der Erde angezogen wird, auf das Jenseits beziehen. Ja. Das heißt, die setzen ihn hin im Grab. Wie sie das machen, wissen wir nicht. Und dann sagen sie zu ihm, wer ist dein Gott? Zu dem gläubigen Diener. Was sagt er? Mein Gott ist Allah. Und dann sagen sie, wer ist dein Prophet? Dann sagen sie, was ist deine Religion? Dann sagt er, meine Religion ist Islam. Und dann sagen sie, was sagst du zu diesem Mann, der zu euch, wer ist dieser Mann, der zu euch gesandt wurde? Dann sagt er, dies ist der Gesandte Allahs. Und dann sagen sie, was ist dein Wissen? Und dann sagt er, ich habe das Buch Allahs gelesen und geglaubt. Und dann ruft ein Rufer vom Himmel und sagt, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. Gib ihm ein Bett aus dem Paradies und Kleidung aus dem Paradies. Und mache für ihn ein Tor zum Paradies auf. In einer anderen Überlieferung wird gesagt, dass erstmal ein Tor zur Hölle aufgemacht wird. Dann wird gesagt, das wäre dein Platz gewesen. Und stattdessen hast du diesen Platz im Paradies. Und dann kommt aus dem Paradies der Duft in das Grab hinein. Und sein Grab wird so breit gemacht wie seine Augenweite. So weit gemacht wie die Augenbreite. Was möchte ich hier betonen? Brüder, wir können über diesen Hadith stundenlang reden. Aber ich will eine Sache sagen. Was hat er hier gesagt? Was haben die Engel als vierte Frage gestellt hier noch in diesem Hadith? Wo hast du dein Wissen her? Dann sagt er, ich habe das Buch Allahs gelesen. Und das ist ein Zeichen, Achi, dass wir auf der Hut sein müssen. Wir können nicht einfach nur Sachen nachplappern, denn nachher, was sagt der? In einer anderen Überlieferung wird der Käfer gefragt, der sagt, ich habe nur das gesagt, was die Leute sagen. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass der Taqlid, sagen einige Gelehrte, dass der Taqlid in der Akida nicht zählt. Und das zeigt uns, wenn du am jüngsten Tag diese richtige Antwort geben musst, dann musst du dich an das Buch Allah subhanahu wa ta'ala halten. Was passiert als nächstes? وَيَاتِيهِ رَجْلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ وَحَسَنُ الثِّيَابِ وَتَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولْ أَبْشِ بِالَّذِي يَسُّرُكْ Dann sagt er, ein Mann kommt zu ihm ins Grab mit einem schönen Gesicht und einem schönen Gewand und einem schönen Geruch. Alles schön. Hätte sein können, der hat ein schönes Gesicht, aber ein hässliches Gewand oder hässliches Gewand, aber stinkt beispielsweise. Aber hier alles ist schön. Wie eine Botschaft, eine frohe Botschaft, der sagt, habe die frohe Botschaft von dem, was dir Freude bereitet. Dies ist der Tag, der dir versprochen wurde. Dann sagt er zu ihm, wer bist du? Man ent, fawajjuka alwajju yajiu bil khair. Denn dein Gesicht ist das Gesicht von jemandem, der mit dem Guten kommt. Dann sagt er, anna amaluka salih. Ich bin deine gute Tat. Deswegen, Geschwister im Islam, am jüngsten Tag, der jüngste Tag beginnt jetzt schon praktisch. Mit deiner Tat, deine Tat wird dir begegnen. Entweder als ein schöner Mann, der kommt zu dir, der dir Freude bereitet, oder als jemand mit einem hässlichen Gesicht und hässlicher Kleidung und stinkend. Und was sagt er dann? Rabbi akrim misa'ata hatta arja ila ahli wa mali. O Allah, lasse die Stunde kommen, damit ich zu meiner Familie und zu meinem Vermögen zurückkehre. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li lakum wa lisal muslim.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, das war gerade die Geschichte von dem gläubigen Mu'min, der stirbt. Möge Allah uns zu demjenigen machen, zu diesen Leuten machen, zu denen die Engel mit den weißen, mit den strahlenden Gesichtern herabkommen und denen im Grab ihre guten Taten begegnen und die im Grab dazu die Fähigkeit haben, die richtige Antwort zu geben. Jetzt geht's weiter. Der Prophet alaihissalat wassalam wa innal abdal kafi. Jetzt geht's nämlich weiter. Und das ist oft so, auch im Koran, dass erst der Mu'min, dann der Kafir erwähnt wird. Ja? Oder dass zuerst die Bushra und dann die Warnung danach kommt. Aber okay. Er sagt, وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنُ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَّلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَمُ الْمُسُوحِ. Ja, das heißt, und wenn der Abd al-Kafir, der Diener der Kafir ist, stirbt, ja, da kommen zu ihm Engel vom Himmel herab mit finsteren Gesichtern. Und was haben die bei sich? Die haben diesmal keinen Kefen, keine Leichentücher bei sich, sondern Musuh. Und das kann man übersetzen, da gibt es verschiedene Übersetzungen für. Das ist auf jeden Fall ein grober Stoff, eine Sache aus grobem Stoff. Ja? Das heißt sozusagen das Gegenteil von diesen Kefen von Akfanul Jannah. Ja? Es wird zum Beispiel gesagt von Rosshaar und es wird gesagt wie so ein Sack. Ja? Auf jeden Fall ein grober Stoff ist das. Ja? Hier ein wichtiger Punkt. Was sagt der? Wa innal abdal kafir. Und der Diener, der Kafir ist. Denn jeder Mensch ist ein Diener. Nur der Mu'min zeichnet aus, dass er die freiwilligen Gebete macht. Der Kafir, sein Schatten wirft sich nieder. Sein Leben ist trotzdem ein Gottesdienst, auch wenn es ein unfreiwilliger Gottesdienst ist. Und am jüngsten Tag kommt jeder zu Allah als Diener. In kullu man fis sama'i. In Surat al-Maryam sagt Allah, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-Rahmani abda. Ja, das heißt, Allah sagt im Koran, in Surat al-Maryam sagt er, dass jeder am jüngsten Tag wird zu Allah kommen, die im Himmel und auf Erden ist, als ein Diener. Er wird als Diener kommen. Jedenfalls, was passiert? Die lassen sich zum Nieder. ثم يجي ملك الموت فيجلس عند راسه فيقول أية نفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. Das heißt, er kommt herab, setzt sich an den Kopf, sagt: Komm raus, du böse Seele, du böser Geist, zu der Strafe von Allah und seinem zu dem Sachat und Radab. Hier sagt man Sachat und Radab ist eigentlich fast genau dasselbe. Aber man sagt, im Genauen ist Sachat die erste Stufe und Radab das, was danach kommt. Ja? Jedenfalls, also die gesteigerte Form vom Zorn. Ja? Komme also zum Zorn von Allah heraus. So, und die will nicht raus. Das heißt, die verteilt sich, zerspringt sozusagen im ganzen Körper. Und dann zieht er die raus, wie so ein Grillspieß, aus der nassen Baumwolle herausgezogen wird, ja? So wird die Seele dann herausgezogen. فَيَخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوَ فِي يَدِي تَرْفَةَ أَيْنْ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ. Das heißt, der nimmt die raus, dann lässt er die keinen Augenblick in seiner Hand, bis sie ihn in diesen groben Stoff hineintun. Ja? Und dann, was passiert? Sie gehen wieder mit ihm auf. فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا رُوحُ الْخَبِيثِ. Dann kommen sie an den Engeln vorbei und jede Gruppe von Engeln sagt, wer ist dieser Üble, dieser Schlechte, dieser böse Geist? Ja, sagen sie zu ihm. Und dann sagt فَيَقُلُونَ فُلَانِ مِنُ فُلَانِ بِأَكْبَحِ أَسْمَائِهِ أَلَّتِي كَانَ يُسَمَّ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Das heißt, dann nennen sie ihn bei den schlechtesten Namen, die im Dunya genannt wird. Und dann wird er bis sie zum Sama' al-Dunya kommen, hatta yuntaha bihi ila Sama' al-Dunya, fayustafdahu la, fala yuftahu lahu. Ja? Dann wird für ihn um Eintritt gefragt und dann wird ihm kein Eintritt gegeben. Es wird für ihn um Eintritt gefragt, wird ihm kein Eintritt gegeben. Eben hatten wir gehabt, fayastafdihuna la,
Ja? Das heißt, sie bitten um ihn, dass das Tor zum Dunya aufgeht. Fayuftahu lahum. Und dann wird ihnen aufgemacht. Und jetzt sagt er, fayusdafdahu lahu. Jetzt wird gesagt, für ihn wird um Eintritt gebeten und ihm wird nicht aufgemacht, weil die Engel, die könnten ja theoretisch trotzdem hochgehen. Und was wird dann passiert? Was passiert dann? Dann hat der Prophet a.s.w. ein Ayat vom Koran gelesen. Ja? Weil in dieser Situation, was mit dieser Person passiert. Diese Person passiert. La tufatta lahum, la tufatta lahum abwabu samai. Also, die Himmelstore werden ihnen nicht aufgemacht. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Das heißt, die Himmelstore werden denen nicht aufgemacht und die werden nicht in den Paradiesgarten hineingehen, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr durchgeht. Das heißt, du weißt, da tust du normalerweise einen Garn rein, das heißt, hinten an der Nadel, da hast du ja dieses kleine Loch, wo du den Garn rein tust. Das heißt, das ist eine Übertreibungsform. Diese Leute werden niemals ins Paradies eingehen, weil ein Kamel kann nicht durch so etwas reingehen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, uktubu kitabahu fi sijini fi ardi sufla fatutrahu ruhuhu tarha. Das heißt, dann wird gesagt, schreib das Buch in der tiefsten Erde, in der Sijin, das heißt, wo die Leute sind, die in der Hölle sind, und dann wird seine Seele heruntergeworfen. Dann hat der Prophet a.s.w. gesagt, hat er gelesen, den Vers, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Das heißt, und der Allah Schirk macht, als wenn er vom Himmel heruntergeworfen wird. فَتَخْتَفُوا تَيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ رِيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Oder dann, dass ihn die Vögel aufpicken oder der Wind zu einem fernen Ort verweht. So, und dann was passiert? فَتُعَادُ رُوحُ فِي جَسَدِهِ. Dann wird seine Seele zu seinem Körper zurückgebracht. فَيَأْتِي مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهِ مَنْ رَبُّكُ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهِ مَا دِينُكُ فَيَقُولَانِ لَهِ مَا دِينُكُ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي. Das heißt, diese Person wird dann gefragt, wer ist dein Gott? Er sagt, ha, 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 ich weiß nicht. Wer ist dein Prophet? Ha, was ist deine Religion? Ha, ha, ich weiß nicht. Was ist wer ist dieser Mann, der zu euch gesandt wurde? Sagt, ha, ha, ich weiß nicht. Und was passiert dann? فَيُنَادِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُ لُبَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَالسَّمُومِهَا وَيُدَيِّقُ عَلَيْهِ كَبْرُهُ. Ja? Das heißt, erstmal, dann wird für ihn ein Bett aus dem Feuer, ein Rufer vom Himmel ruft, der hat gelogen, gib ihm ein Bett aus dem Feuer und macht zu ihm ein Tor auf zum Feuer, sodass was kommt? Sodass von der Hitze und von diesem Glutwind, Samum, was ich eben gesagt habe, ist wie ein Glutwind, in sein Grab hineinkommt. Und dann, was passiert als nächstes? Dann wird das Grab ganz eng gemacht, bis die Rippen sozusagen auseinandergehen bei ihm. Ja? Was passiert als nächstes? وَيَتِي رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَشْ وَقَبِيحُ الْثِيَابِ وَمُنْتِنُ رِيحٍ فَيَقُولُ لَهُ أَبْشِ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُعَتْ. Das heißt, da kommt ein Mann mit einem hässlichen Gesicht, hässliche Kleidung und stinkender Geruch, sagt zu ihm, aber frohe Botschaft, ja, von dem, was schlecht für dich ist. Dies ist der Tag, der dir angedroht wurde. Was sagt er im Grab? Subhanallah, Leute, guck mal, wir haben über die Probe geredet. Im Diesseits, egal wo du durchfällst, du hast immer eine zweite Chance. Du hast immer eine zweite Chance. Im Jenseits, wenn du hier scheiterst, bist du gescheitert, hast du verloren. Was sagt er? Abschibille di Yasu'uk. Yasu'uk. Das heißt, dann ist er verloren. Dann sagt er, Man ant fawajjuka alwajju yajibu shar, yajibu bishar. Wer bist du? Dein Gesicht ist das Gesicht von jemandem, der mit Üblen kommt. Da sagt er, anna amaluka al-khabith. Ich bin eine schlechte Tat. Was jetzt noch? Ach, jetzt ist die Hoffnung vorbei. Ach, das ist die erste Stufe.
welche Antwort willst du im Grab geben? Wenn du die richtige Antwort geben willst, dann musst du jetzt nach La ilaha illallah leben. Denn dieser Mann wird sagen, Rabbi la tuqim as-sa'a, wird er danach sagen, Rabbi la tuqim as-sa'a, lass die Stunde nicht kommen. Denn der Prophet a.s. hat gesagt, das Grab ist die erste Stufe von Stufen des Jenseits. Wenn es leicht ist, wird das, was danach ist, noch leichter. Wenn es schwer ist, wird das, was danach kommt, noch schwerer. Deswegen sagt er, Rabbi la tuqim as-sa'a, lass die Stunde nicht kommen. Wie kannst du die richtige Antwort geben, indem du nach La ilaha illallah lebst? Denn du kannst die Antwort im Grab nur geben, wenn Allah dich festigt. Allah sagt im Koran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Das heißt, Allah festigt diejenigen, die glauben, mit dem festen Buch, mit dem festen Wort im Diesseits und Jenseits. Das heißt, das, was du hast, dass du dort gewinnst, ist nur eine Festigung von Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واغفر الشرك والمشركين ودمع اعداءك اعداء الدين ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اقيم الصلاه